Jo, moin moin, bis dann fürs Reinschalten. Uns Männern werden ja gewisse Aussagen grundsätzlich so verdreht, dass sie ein angeblich androzentrisches Weltbild und rückwärtsgewandtes Ideal von der heilen Kleinfamilie widerspiegeln, das nicht immer wirklich etwas mit dem von der Person geäußerten Inhalt zu tun hat. Außer vielleicht bei Hagen Grill, aber eben natürlich nicht bei Arne Hoffmann, dem eigentlich linken Männerrechtler, wie er sich selber eben nennt. Und ja, diese Verdrehung der Aussagen, das ist dem Arne eben jetzt vor einer Weile auch mal wieder passiert. Da hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung einen relativ großen Artikel mit ihm gemacht über ihn und seine Anliegen und die ziemlich, ja, klein und schlecht geredet und auch den Arne ein bisschen schlecht geredet. Wenngleich ich den Artikel nicht ganz so schlecht fand, weil immerhin die meisten Anliegen trotzdem wenigstens genannt wurden und das Forum mal wieder recht zügig schließen musste. Will man Männerrechtsler bzw. Nutznießer des Patriarchats ganz allgemein weiter als Rechts- und Nazi darstellen, ist dieser Vorwurf der Rückwärtsgewandtheit natürlich unerlässlich. Nur ehrlich, das ist er natürlich mal wieder nicht. Ne? Also zumindest nicht für Leute wie Arne eben und den Hagen Grill. Der kann das Thema noch so häufig aufgreifen. Der wird für mich so schnell kein Männerrechtler. Sondern er ist eben einer, der in die 50er Jahre zurück will. Aber egal, die Behauptung jedenfalls, dass Sexismus gegen Männer oder einen Rassismus auch gegen Weiße gibt, grenzt eben für Social Justice Warrior an eine Unverschämtheit. Wird seit einiger Zeit mit Hilfe eben einer neuen Rassismusdefinition, die sich aus Vorurteil plus Macht zusammensetzt. Hier mal einige Links dazu, ich erkläre das mal nicht, das Thema sollte eigentlich bekannt sein. Die widersprüchlichen Definitionen von Rassismus, die zurzeit leider den Diskurs beherrschen sozusagen, dieser Disput. Die Social Justice Warrior haben sich damit eben eine Möglichkeit zurechtgelegt, den Rassismus gegen Weiße oder Sexismus gegen Männer im Prinzip zu negieren und zu marginalisieren, was man aber faktisch nicht unbedingt halten kann. Die Theorie ist so nicht brauchbar. Ich habe aber noch eine andere Idee gehabt, wo es vielleicht herkommen könnte, da komme ich ja gleich nochmal drauf. Nach der alten Definition von Rassismus jedenfalls müssten sich diese Social Justice Warrior auch selbst mal überprüfen und reflektieren und hinterfragen, aber das fällt ja mit der neuen Definition dann eben alles weg. Und deswegen, ja, ist es zwar weiter so, dass die Femis und die Social Justice Warrior auf einem rumhacken, auch gerne in Zeitungen und in großen Medien und auch ohne gute Gründe, beziehungsweise natürlich Patriarchat und so, ne? Und weil sie ihr eigenes Verhalten nicht in Verbindung bringen mit Hass oder Rassismus, deswegen glauben sie, sie könnten draufhauen, als gäbe es keinen Morgen, ne? Und wenn man, wie diese Leute, dann offensichtlich erstmal glaubt, von eigenem Rassismus und Sexismus frei zu sein, kann man offenbar umso kräftiger auf die andere, ach so mächtige Gruppe draufhauen. Und wenn es dann eben Einzelne trifft, die gar keine Macht haben, dann ist das eben so, als Kollateralschaden oder so nehmen die das dann gerne hin. Was natürlich irgendwie auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, aber ich will hier nicht ins Schwafeln geraten, sondern versuchen zu helfen, der neuen Definition genug Steine in den Weg zu legen, sodass ihr die nicht verdiente Anerkennung auch versagt bleiben möge. Auf jeden Fall ist dieses Schlechtreden und das Verdrehen von Aussagen, in dem Arne Hoffmann ja jetzt passiert, beziehungsweise vor einer Weile schon, über diesen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und beim Lesen dieses Artikels kam mir eben die Idee zum heutigen Videothema, die beiden Punkte, die ich ansprechen wollte. Als erstes nehmen wir mal den etwas leichteren Part, und zwar ist mir einfach aufgefallen in dem Artikel, dass der Sebastian Eder, dieser Autor, der übrigens schon häufiger durch antimaskulistische Artikel aufgefallen ist, im Prinzip kritisch anmerkt, dass der Arne wohl noch bei seinen Eltern lebt oder so, womit wohl nur sein Papa gemeint ist, aber das weiß ich nicht genau. Ja, und vor allen Dingen natürlich eine abwertende Einschätzung einhergeht. Dem Autor, dem Eder, scheint aber der Gedanke, jemand könnte vielleicht auch zu seinen Eltern zurückgezogen sein, um sich besser um sie kümmern, sie besser pflegen zu können, nicht im Ansatz gekommen zu sein. Ob das bei Arne wirklich eine Rolle spielt, weiß ich gar nicht, aber in meinem Freundeskreis gibt es solche Fälle durchaus. Das heißt, pflegt Arne oder Mann seine Eltern, kommt man damit einer klassischen feministischen Forderung nach. Und die merken das noch nicht mal. Außer lästern nichts gewesen, ne? Meister Eder. Ja, der etwas schwerwiegendere Teil betrifft diese Sache mit dem Antisemitismus. Und zwar geht an einer Stelle der Autor Sebastian Eder nämlich sogar so weit, eben Arne mit Antisemitismus auch in Verbindung zu bringen. Dieser hatte in seinem letzten Buch wohl einige Zitate zusammengestellt, die die heutige Situation der Männer mit der Situation der Juden vor dem Holocaust vergleichen und Verständnis für diese Denkweise formuliert, dass manche ein Ventil für ihre Wut beispielsweise nach jahrelangem Missbrauch in dieser Form ausleben und dort Parallelen entdecken, wo sie vielleicht nur auf abstrakter Ebene liegen, hat der Arne jedenfalls mit Verständnis bedacht und von der Frankfurter Allgemeinen dafür das Urteil Wahnsinn erhalten. Ja, Wahnsinn ist auch eher eine Diagnose als ein Urteil. Wie gesagt, passt das alles auch zu dem sonstigen Schreibsel von diesem Eder, aber eine Art ist es natürlich nicht. Ne? Legen wir uns nochmal die Eckpunkte der neuen Definition von Rassismus zurecht.
ist auch erkennbar, dass man sich in keiner Weise auf die Größe der Gruppe beziehen muss. Sonst könnten natürlich auch die Frauen nicht die Unterdrückten sein, denn die sind ja in der Mehrzahl. Geht es tatsächlich nur um Macht und Vorurteile, können wir die Vorurteile im Prinzip auch streichen, denn diese kann man sich ja im Prinzip nach Lust und Laune rauspicken. Und vor allen Dingen könnten Vorurteile auch Urteile sein, persönliche Urteile oder gesamtgesellschaftliche Urteile oder möglicherweise statistische Urteile statt Vorurteile. Insofern bleibt dann nur noch der Machtfaktor übrig, ohne den man der Definition nach ja gar nicht rassistisch sein kann. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch die Ohnmacht als Voraussetzung dafür, Rassismus erfahren zu können. Also eben die Zugehörigkeit zu einer nicht privilegierten Gruppe zum Beispiel. Und wie da die Juden reinpassen sollen, ja, liebe Intersektionalisten, von denen ja genau wie im herbeifantasierten Patriarchat einige wenige enorme Macht angehäuft haben, ist mir erstmal schleierhaft. Die Größe der Gruppe spielt keine Rolle, das im Einzelfall Gesagte spielt nicht unbedingt eine Rolle, denn es spielt eben das offensichtlich, was man denkt, eine Rolle, und dass man zu irgendeiner Gruppe gehört. Und Vorurteile können auch Urteile oder anderes sein und dann zählt eben nur noch Macht oder was. Also wer der Mächtige ist, der ist dann auch der Rassist, aber das ist doch nur eine sprachliche Unschärfe dann sozusagen. Also meinetwegen könnte das meinetwegen so machen, aber es ist nicht richtig und es wird nicht funktionieren, sag ich mal, weil wenn man zu Männern nicht sexistisch und zu Weißen nicht rassistisch sein kann, dann kann man im Prinzip eben auch nicht zu Juden antisemitisch sein, beziehungsweise eben auch rassistisch, ne? Oder religionsrassistisch, wie auch immer das man das dann nennt. Und da fragt sich, ob die Leute, ob die Social Justice Warrior den Antisemitismus, dieses Wort eben nur deswegen erfunden haben oder ob das jetzt wieder irgendwie wegen der gesellschaftlichen Dimension ist oder sowas. Ne? Solche Antworten bekommt man ja dann immer. Rassismus gegen Weiße gäbe es praktisch nicht, weil es keine gesellschaftliche Dimension habe. Also zumindest ist das alles ziemlich komisch und ich denke mal nicht, dass es funktioniert. Es gäbe möglicherweise auch noch andere Differenzierungsmöglichkeiten für die neue Definition, aber die werden nicht genutzt. Es gäbe vielleicht auch noch die Möglichkeit eines Missverständnisses, denn die Kombination aus einem Vorurteil und wirklich persönlicher Macht ist vermutlich die Situation, in der Rassismus am häufigsten bzw. wahrscheinlichsten ausgeübt wird. Also mal als Beispiel, da stellt sich, was weiß ich, ein Schwarzer vor, um eine Wohnung zu mieten und der Vermieter hat eben das Vorurteil, dass Schwarze keine guten Mieter sind. Dann wird er den wohl nicht reinlassen und dann eben entsprechend seine Macht ausnutzen. Und der Rassismus ist entstanden sozusagen. Dass also die Kombination aus den beiden Faktoren eine höhere Wahrscheinlichkeit von rassistischen Tendenzen oder Verhaltensweisen erzeugt, ist durchaus nachvollziehbar. Die beiden Faktoren genügen aber natürlich nicht, den Rassismus zu definieren. Ganz zu schweigen von der den meisten nur zugeschriebenen patriarchalen Macht. Einen solchen Faktor kann man nicht wie ein Netz über alle werfen, die in einem anderen Merkmal übereinstimmen. Die angeblich wissenschaftliche Begründung dafür ist ja das sogenannte, ist ja die sogenannte patriarchale Dividende. Und das ist ein Konzept, das ich nicht wirklich verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wo da meine Dividende ist, wenn ich die hegemoniale Männlichkeit unterstütze, leuchtet mir partout nicht ein. Wie auch immer kann man solch einen Faktor nicht wie ein Netz über die Leute alle werfen. Genau das ist ja nach gesetzlichen Gleichbehandlungsgrundsätzen schließlich irgendwie auch verboten. Und ich wage mal die Prognose, das wird auch so bleiben. Zusätzlich dürfte die intersektionale Theorie bald aus dem wissenschaftlichen Diskurs gekickt werden, da sie in ihrer bekannten Form nutzlos erscheint. Empirische Erhebungen könnten dennoch weiter Machtstrukturen beobachten und Rassismus wieder an einzelnen Akteuren und Aktionen festmachen. Dieses quasi illegale über einen Kamm scheren muss aber aufhören. Erst recht, dass aus solchem Gedankengut auch noch Gesetze entstehen. Bezüglich unseres eigentlichen Themas, eben dieses Antisemitismus, lässt sich wohl nur schließen, dass die Social Justice Warrior das Konzept selbst nicht richtig verstanden haben. Der Antisemitismus ist da nur ein Beispiel. Und dass dieser Antisemitismus eher sowas wie einen Sonderstatus bei den linken Gutmensch-Feministen genießt, auch bei der Definition des Opferstatus eben. Denn eigentlich weist die Bevölkerungsgruppe der Juden eben genau die Merkmale auf, die sie nach moderner Lesart zu Rassisten machen würden, da man wegen der mächtigen Einzelmitglieder an ihnen keinen Rassismus würde ausführen können. Andererseits weiß aber jeder, dass die auch schon ordentlich unter Rassismus gelitten haben und ihnen daher die Erfahrung kaum abgesprochen werden kann. Das tut und will ja auch niemand, aber man sieht eben ein weiteres Mal, Feministen wollten die Welt neu erfinden und entdecken, pfuschen aber nur in bestehenden Verhältnissen herum, wodurch Übersicht und Klarheit verloren gehen. Soweit mein Statement zu diesem Thema. Das nächste Video kommt sehr bald. Sagt mir eure Meinung in die Kommentare und vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Bis dahin, danke, danke, ciao, ciao und tschüss.